Somit ein herzliches Willkommen zu Resident Evil 7. Danke fürs Einschalten und danke fürs Dabeisein. Wir starten weiter zu dem Dachboden, wo jemand auf uns wartet. Bedenke ich mal. Weil wo soll unsere Mia sein? Wo könnte sie sonst sein? Und schaffen wir das, Mia entgegenzutreten? In der Verfassung. Wir werden es erleben. In Resident Evil 7. So, wir sollten ja Leiter entkommen. Durch den Dachboden. Was in Gottes Namen. Alles klar. Mia ist da. Oh Gott. Und Mia ist ganz schön. Oh. Okay. Hände hoch, wir haben es fast geschafft. Haha, nein, Spaß. Mia, komm her, wo bist du? Oh, ist das dunkel. Hoffentlich packen wir das. Das ist doch keine Liebe. Das ist krankhaft. Endlich. Siehst du? So, unser nächstes Ziel. Naja, über den Dachboden kommen ist anscheinend nicht mehr möglich. Ethan, fang mal an zu springen. Was ist das denn? Willkommen in der Familie. Der Horror hat einen Namen und wir fangen gerade es an. Komm schon, stirb uns jetzt nicht weg. Arbeit zu erledigen. Hör mal auf, ich bin auf Urlaub. Was ist das denn? Hat die gerade meine Hand angetackert? Und wer war das? Die Stimme kommt mir nicht bekannt vor. Zeit fürs Abendessen. Wer sind Sie alle? Wo ist Mia? Ist das? Es ist gut. Er tut nicht mal, wenn man sie unter die Nase reinhält. Schon wieder!
Geh mir aus dem Weg, Margaret. Der Junge muss was essen. Er muss sein Abendessen haben. Komm her, Junge. Los jetzt, komm schon. Halt's verdammte Maul, Margaret. Raus hier, Mann. Hoffentlich nicht, mein Freund. Wenn ihr da an der Waffel. Auf Wiedersehen. Lasst mich alle in Ruhe. Omi, steh mir bei. Und ich bemerke gerade, Leute, wir müssen das Ganze im nächsten Part verändern. Ich muss meine Einstellung ein bisschen heller machen. Das ist mir so ein bisschen zu dunkel. Na gut, für euch ist es optimales Horrorfeeling. Für mich persönlich natürlich ein bisschen zu dunkel. Ich stelle mir jetzt gerade vor, auf VR-Brille. Stuhl kippen. Ich komme mir gerade echt vor, als wäre ich hier im dunklen Paradies. Wir gucken uns erstmal ein bisschen um. Ein Kühlschrank. Ja. Das war der Kühlschrank. 13. März. Weiblich. 50er fleischig. Soße. Ah. Das ist der appetitlichste Einkauf meines Lebens. Muss anscheinend noch normal waren. Lange nicht mehr gespült. Und sauber gehalten. Was haben wir hier? Besteck. Ich glaube, ich muss mal eben kurz in den Einstellungen was nachgucken. Das ist mir ein bisschen zu dunkel. Ja, so muss das sein. Komplett hell. Besser geht's nicht. Naja, dann gucken wir weiter. Dann mache ich das in meiner Elgato-Einstellung. Ich muss es heller machen, auf jeden Fall. Omi, bleib mal schön da und esse mal weiter. Wir gucken uns weiter um. Was wir noch so finden könnten. Drei Männer auf Erkundungstour vermisst. Die Staatsbehörde bittet um Mithilfe, drei Männer ausfindig zu machen, die am 9. dieses Monats von New Orleans zur Gemeinde Dalville reisten und seitdem unauffindbar sind. Bei den Vermissten handelt es sich um Peter Morgan, Andrew Stickland und Clancy Javis. Die drei produzieren Videos für das Internet und waren nach Dalville gereist, um Videomaterial für ihre aktuelle Produktion zu drehen. Ihre Videos behandeln hauptsächlich die Erkundung von verlassenen Häusern und Spukhäusern. Aha, liebe Tote. Was haben wir hier? Der unverhüllte Abgrund. Clive R. O'Brien. So, das hätten wir schon mal. Munition haben wir jetzt auch. Und wir gehen nach draußen. In die Höhle des Löwen, der Wahnsinnigen. Alles sehr dunkel. Das gefällt mir nicht. So. Wir müssen einen Ausgang finden. Vielleicht schaffen wir es dann hier raus.
Wer weiß. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Schnell umdrehen. Und verstecken. Nur wohin? Ich geh mal zur Treppe. Und wir warten hier. So, das hätten wir schon mal an Jack vorbeigekommen. Wenn er uns denn nicht hört oder sieht. Mit seinen Instinkten. Wir brauchen auf jeden Fall... Was ist das? Schlüssel für Kellerklappe. Wo kommen wir hier raus? Was ist das? Das könnte Mia sein. Aber Mia hat doch viel längere Haare. Das sieht aus wie... Ah, hier muss was reingesteckt werden. Damit wir hier durchkommen. Das ist das verrückte Ehepaar von vorhin. Aber da waren sie noch normal. Jack und Marguerite. 25. Hochzeitstag. Er sieht ziemlich arrogant aus. Lukas, Februar 2013. Dann weißt du nicht, was du tun sollst. Ein Wackelkopf. Haben wir noch irgendwas? Ich sehe absolut gar nichts. Was muss ich in der nächsten Folge unbedingt ändern, Leute? Das ist ein bisschen zu crazy. So, wir begeben uns. Glaube ich, zur Klappe. Und die Klappe, die war in dem Waschraum. Im Nebenraum von der Küche. Wenn wir es denn heile schaffen. Schnell hier durch, Leute, schnell hier durch, schnell hier durch. Hallo? Nein, nein. Oh mein Gott, Leute. Boah, das war knapp. Ich hab Gänsehaut pur, Leute. Antike Münze. Das war knapp. Stolper doch nicht so. Ich meine, trägt nicht so laut auf, dass die Engel im Keller es auch hören. Karte des Haupthauses. Und ein Wackelkopf. Eine Schublade mit flüssiger Chemikalie. Und ein Kraut. Kombinieren? Okay. Haben wir was Neues gelernt. Und eine Kiste. Haben wir irgendwas noch zum Einsammeln? Die Miefen furchtbar, ja, die Socken. Oder was auch immer das sein soll. Führerschein, antike Münze. Okay. Brauchen wir die antiken Münzen? Erstmal nicht. So. Sonst haben wir, glaube ich, nichts hier, oder? Nee. Oh, noch was. Ein Dietrich. Sehr nützlich. Wer weiß. So. Und speichern.
So, Leute. Ich würde sagen, wir hören uns im nächsten Part, wenn ihr bis hierhin geguckt habt. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Einschalten bei Resident Evil 7. Danke fürs dabei sein. Und bis zum nächsten Mal. Wenn ihr mich unterstützen wollt, meinen Kanal, mich, meine weiteren Videos und meine Zukunft, dann gebt mir einen Daumen nach oben und lasst Feedback da. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao, ciao.